Zeit zu sterben! Hättest du dich dafür entschieden, geboren zu werden, wenn du gewusst hättest, was auf dich zukommt? Dann ist es nicht mehr nur ihre eigene Bürde, sondern auch die von allen anderen. Weder dem Leben kannst du dich entziehen, noch dem Tod. Täuschung ermöglicht Frieden. Ich bin dieses falschen Friedens überdrüssig. Es gibt keine Binarität, keine eindeutige Abfolge menschlichen Handelns. Jetzt erst recht. Bleiben wir unseren Idealen treu. Ja. Aber ich nehme an, in Ihrer Disziplin gibt es genügend Annahmen, die Sie akzeptiert haben und die als richtig gelten. Was auch den Hang der Theologen zur Pauschalisierung erklärt. Was willst du hier? Was willst du von uns? Es gibt hier nichts für dich zu holen. Das ist alles unseres. Alles, das hier gibt, brauchen wir für uns selbst. Und wir geben doch schon genug ab. Nein, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir werden den Krieg zu den anderen bringen. Die Zeit der Vergeltung ist gekommen. Tötet das Leben! Lebt den Tod. Bitte. Er weiß nicht, ob er die Finsternis allein ertragen kann. Und er kann sie zurückgelassen. Wo sie hilflos im Dunkeln nach der trostscheinenden Hand tastet, die sie nie mehr finden kann. Sollte er auf das eigene Leben verzichten? Eins plus eins gleich null. Hätten wir etwas anders machen können? Vielleicht. Aber wer will das jetzt noch wissen? Deinen Tod verkünden wir. Deine Auferstehung preisen wir. Deinen Tod verkünden wir. Deinen Tod verkünden wir.